Sie haben sich zusammengetan und waren vor 2 Jahren genau hier und haben ihre CD No Boundaries vorgestellt. Ihre Grenzenlosigkeit scheint sich weiterentwickelt zu haben, musikalisch und positiv. Denn jetzt heißt die neue CD One Mind. Was wir da zu erwarten haben, wenn uns die beiden Herren vielleicht selber vorstellen. Ja, ich möchte kurz erzählen, wie das war. Ralf habe ich kennengelernt, als ich ein Interview gemacht habe für die Zeitschrift Akustikgitarre mit Kolbe und Illenberger. Und es ging um ein Buch, das ich herausgegeben habe mit Noten, weil ich damals in den 70er Jahren angefangen hatte, die Sachen zu transkribieren, alles ganz genau raushören und üben, hatte einen Duo-Partner, der hieß Roberto, und der hat mit mir das zusammen gespielt. Davon wusste Ralf nichts. Ihn habe ich dann 2010 gesprochen und habe ihm erzählt, dann bei dem Gespräch für das Interview, dass ich also seine Musik sehr, sehr genau kenne, und das wollte er dann wissen. Und dann haben wir uns getroffen beim Konzert in Trier. Und er hat gesagt, ja, komm doch mal vorbei und dann bring auch eine Gitarre mit. Und dann haben wir uns hingesetzt und ganz spontan vor Publikum 5 Stücke zusammengespielt von den alten Kolbe-Illenberger-Sachen. Und die waren sofort so gut, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ein Duo, wir müssen das weiter verfolgen und auch neue eigene Stücke schreiben. Das war auch schön zu sehen, dass also die Musik doch noch weiterlebt. Auch ich habe ja die Stücke 20 Jahre lang nicht mehr gespielt und habe meine anderen Sachen weitergemacht und habe immer komponiert, mache ich auch jetzt noch. Aber das war schon eine Überraschung für mich, als der Peter da auftaucht und die Dinger wirklich super spielt. Mittlerweile nicht nur als Solomusiker, als Solomusiker, auch als Produzenten, als Förderer junger Musiker in den USA sehr erfolgreich, du hier im deutschsprachigen Raum äußerst erfolgreich. Könnt ihr vielleicht mal was zu eurer neuen CD sagen? Das wird bestimmt alle tierisch interessieren. Soll ich? Kannst du? Der Volker Rebell hat was dazu geschrieben im Cover unserer CD. Das ist ganz interessant. Und zwar hat das Max-Planck-Institut herausgefunden, dass wenn man zwei Musiker, die miteinander musizieren, wenn man da die Gehirnströme misst, dass die überraschend übereinstimmen. Und so scheint das bei uns auch zu sein. Deswegen haben wir die CD auch so genannt, One Mind. Und da ist auch ein Stück dabei, was komplett improvisiert ist, wie auch bei unserer ersten CD, wo wir also einfach drauf losgespielt haben und es klingt wie komponiert. Funktioniert wunderbar. Bei uns. Ja, das ist, das kenne ich schon, seit ich Musik mache, dass da Sachen passieren, die eigentlich nicht logisch erklärbar sind. Also wie jetzt, wenn man so improvisiert und dann einfach drauf losspielen, es ist dann nicht mehr drauf losspielen, da übernimmt irgendwas. Man hat das Gefühl, man ist doch geleitet, weil er merkt genau, wenn wir wechseln, also wenn ich jetzt wechsle, wir spüren das beide im richtigen Moment. Das ist wie der One Mind, das ist so eine Gleichschaltung von, das muss man zulassen als Musiker. Das ist natürlich, haben viele Angst davor, sagen, es geht doch gar nicht. Darf ich gerade umgekehrt fragen? Also ich mache selbst Musik und ich träume von dem Zustand, so dem Flow ist also einer der Begriffe, der vielleicht das Kennzeichen, was ihr meint, einzutauchen und Bestandteil davon zu sein und gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ist das so was Ähnliches? Naja, der Flow kommt nicht immer, aber meistens dann. Man kann den schon herbeirufen und wenn die Konstellation stimmt, und bei uns beiden ist es so, dann ist die Situation günstig. Ja, da fällt es dann viel leichter mit manchen anderen geht es gar nicht. Ich habe auch mit vielen berühmten Leuten gespielt. Ja. Da ist das nicht da. Die sind halt auf ihrem Ding und es ist nicht so gleichgeschaltet. Aber bei uns beiden funktioniert es sehr gut. Wunderbar. Jetzt kann man wirklich verstehen, 5 Sterne. Freuen wir uns drauf, dass wir gleich hören. Wir auch, wir machen das ja auch immer auch für uns. Ja, wir spielen gerne für uns. Ja. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ja, klar. Dankeschön.